Aus seinem winzigen Apartment macht der Hongkonger Architekt Gary Cheng mit pfiffigen Ideen eine Mehrzimmerwohnung. Filter an den Fenstern sorgen für beruhigendes gelbliches Licht. Durch Falten, Klappen und Schieben kann Cheng mit ein paar Handgriffen etwa sein Schlafzimmer in eine Küche umfunktionieren. Das Bett verschwindet an der Wand, am Fenster wird die Leinwand für einen Fernsehprojektor heruntergezogen und die Badewanne kann als Bett fungieren. Das ist viel Aufwand für eine Tasse Kaffee am Morgen, aber in Hongkong ist Platz Gold wert. Ich glaube, die Idee zur Umgestaltung kommt von meinem Zuhause. Wir mussten da mit sehr vielen Leuten auf sehr engem Raum leben. Ich würde das eine Umwelt mit hoher Dichte und Intensität nennen. Für viele andere Bewohner der chinesischen Millionenmetropole gibt es keinen so eleganten Ausweg aus dem Platzmangel. Bequeme Unterkünfte sind für sie eine Utopie. In Hongkong leben 7 Millionen Menschen und davon leben 1,3 Millionen an der Armutsgrenze. Mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung lebt der UNO zufolge in städtischen Ballungsräumen. Und wie andernorts müssen auch in Hongkong harte Entscheidungen über die Verteilung des Landes getroffen werden. Die Statistik zeigt, dass in Hongkong weniger als 25% der Fläche bebaut sind. Innerhalb dieser 25% werden nur 3,6% der Fläche für Wohnungen genutzt. Das schließt privaten und staatlichen Wohnungsbau ein. Aber 3,7% der Fläche sind für Straßen. Wo so wenig Platz ist, könnte Gary Chengs Apartment Lösungen für die Zukunft zeigen. Der Architekt selbst sieht einen ganz anderen Ansatz. Für das Leben in dieser gedrängten Umwelt ist das Wichtigste, dass die Menschen miteinander glücklich sind und einander respektieren. Das ist wichtiger als die Gestaltung. Nun, wo sein Bett sauber verstaut ist, kann Gary Cheng sich an die Arbeit machen, in seinem Schlafzimmer, das sich in ein Büro verwandelt hat.